Februar 1980, die Fabrik in Altona. Was aussieht wie Konzertvorbereitungen, ist tatsächlich eine Demo. Angeführt von Udo Lindenberg. Der Feind, Franz Josef Strauß. Strauß war die Reizfigur schlechthin im rechten Spektrum. Das war die Person, die all das wollte, was man selber nicht wollte. Um einen Kanzler Strauß zu verhindern, machen auch viele Prominente bei den Protesten mit. Das waren Personen, die wichtig waren, um die Breite des Protestes herzustellen. Für uns jetzt an der Universität in Hamburg war das jetzt nicht so bedeutend, weil es da sehr stark um inhaltliche Auseinandersetzungen ging. Der erzkonservative Kanzlerkandidat treibt Tausende auf die Straßen in ganz Deutschland. Jeder, der halbwegs links ist, ist dabei. Sozialdemokraten, Kommunisten, Umweltschützer. Denn Strauß polarisiert. Intellektuelle tut er schon mal als Ratten und Schmeißfliegen ab. Mit Aussagen wie lieber kalter Krieger als warmer Bruder bringt er die Linke gegen sich auf. Bei seinen Wahlkampfauftritten fliegen regelmäßig Eier. Die Demonstranten fürchten, dass Strauß die Errungenschaften der 68er wieder einkassiert. Es war kein Weichspielwahlkampf, es ging wirklich um was. Einer der führenden Köpfe der Protestbewegung ist der Plakatkünstler Klaus Steck. Er hat also provoziert, auf den Punkt gebracht. Doch durch seine Bilder wird der ohnehin aggressive Wahlkampf zusätzlich angeheizt. Sein Lieblingsthema, die NS-Vergangenheit von Strauß. Die Union schäumt. Schließlich ist Steck SPD-Mitglied. Wir müssen an die SPD hier appellieren und an ihre Führung, in ihrem Bereich dafür zu sorgen, dass diese Kampagne nicht weitergeführt wird. Doch die SPD denkt nicht daran. Bei einem Besuch von Strauß in Hamburg im August 1980 protestieren 15.000 Menschen. Einer der friedlichen Demonstranten ist Reinhard Otto, damals Mitte 20. Doch im Protestzug neben ihm laufen nicht nur Studenten. Es war damals ganz neu, diese Punkerbewegung. Das war so auch von der Optik her, das war etwas ganz Neues in Deutschland. Und von denen waren relativ viele dabei. Ungeachtet der Krawallmacher draußen, absolviert Strauß in der Ernst-Merck-Halle seinen Auftritt. 6.000 Hamburger jubeln ihm zu. Gewohnt forsch geht er die Demonstranten an. Stopp, Strauß. Nun, für mich ist es ein politisches Lebensgefühl besonderer Art, dass ausgerechnet Kommunisten und ihr marxistischer Anhang in die Reihen der SPD hinein. Freiheit, Frieden und Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland gegen mich verteidigen will. An der Sternschanze eskaliert die Situation schließlich. Ein 16-Jähriger stirbt bei den Tumulten. Der tragische Höhepunkt eines Wahlkampfes. Es war ein ganz harter Wahlkampf. Heute ist vielleicht alles etwas ruhiger und gemäßigter. Damals ging es ganz intensiv darum, ändert sich etwas, und zwar in eine Richtung, die wir nicht wollten. Am Ende bleibt der Hamburger Helmut Schmidt Bundeskanzler, dank der FDP. Aber auch wegen eines bis heute beispiellosen Widerstands gegen seinen Gegner Franz Josef Strauß.